So, jetzt haben wir ja hier alles wundertoll angehalten, aber... Ja, war ja klar, dadurch lotsen wir gleich wieder Gegner auf den. Und auch noch die, die ich sowas von überhaupt sehr gerne mag. Mein Lieblingsgegner. Ich hasse sie. Hasse dich. Noch irgendjemand? Hm? Hi! Oh! Ich wollte gerade einfach schlagen, weil... Oh, das war's. Weiter geht's. Was haben wir denn da? Anti-Dunkelheitszapf. Na, dann kommen wir auch gleich wieder zur Kirsche. Saugdunkelheit erhalten. Die Heilige verdunkeln vom Bösen, lalala. Rechenschaft, der Muse, die macht den Talisman, vertraut ihm nicht, Heiligen, nimmt die Dunkelheit auf, Heilig zurückkehren, Heilige, ne, da, 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 da. Große Macht bescheren, ja, von... Ist was da unten? Ja, da könnten wir eine Leiter oder sowas gebrauchen oder ein Seil. Ein Seil wird ja schon reich. Und ich habe ein Gefühl, dass wir hier gleich nochmal hin dürfen. Ich habe am Anfang den Bogen verpasst. Ich sag, das ist Eis. Luft! War Luft nicht vorher grün? Ah ne, es war Wind. Dürfen wir nicht verwechseln. Luft und Wind ist was anderes. Luft ist luftig und Wind ist windig. Bestürmisch und schmeißt Klamotten, also Kleiderständer um. Und deckt ganze Dächer ab. Ja, nee, ist klar. Oh nein! Was du hier zu suchen. Meine Herren, was ist denn hier los? Nehmen wir einen Ausverkauf. Winterschlussverkauf und alle Dämonen wollen was. Ihr werdet alle sterben, ihr werdet alle sterben, lalalalala. Was haben wir noch? Zwei Schwerter hatten, er weiß, mit denen umzugehen. Und ich krieg ein neues Element, lalalala. Und dann müssen wir wieder hierhin zurück. Aber auch erst dann. Irgendwie war mir das klar, dass wir hier nicht, mit dem Willkommens Gästen hier. Du. Entweder vier Beine oder vier Arme. Also vier Beine sind mir lieber. Sind mir ein bisschen ungefährlicher. Ja, ja, ihr könnt mir ja gerne alle mal hinterherlaufen. Ach, kontern können die Viecher auch noch. Yep. Ach, hier haben wir ja schon gleich eins. Nur nachdem sie absorbiert wurde. Oder ist das wurscht? Moment, können wir nochmal den Wisch lesen? Heiliges Licht, Zeit, Dunkel, bla bla bla. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht mehr, was da passiert.
Ah, okay, das wird passieren. Ist jetzt Nummer 1 wieder mit Dunkelheit voll? Yep. Also kriegen wir dann einen Blitz in den Pöter, wenn wir falsch sind. Also wirklich 1, 2, 3, 4. Licht. Dann kriegen wir ein neues Element, was windig ist. Ah ne, luftig. Dürfen wir nicht verwechseln. Oh, hier haben wir Nummer 2. Sind ja in Frankreich, also du. En deux trois. Oder war das jetzt italienisch? Ich blick durch die ganzen Sprachen der Welt nicht durch. Oh, da hinten war ein Gegner. Na los. Oh, Nummer 3. Hallo da hinten. Und Nummer 4 ist on the road. Und yay. Yep, unser windiges Element. Ne, da wollte ich hin. Mal gucken, was das für eine Waffel ist. Kugel im Maul, strahlend hellblau. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Oha! Ah ja, damit können wir auch Wind schneiden und sowas machen. Das ist richtig awesome, diese Waffe. Kuga. Das ist aber verdammt großes Schwert für Stufe 1. Noch jemand? Wenn mal viele Gegner hintereinander stehen, dann setze ich das mal ein. Das weiß ich noch. Lohnt sich eigentlich auch nur, wenn viele Gegner hintereinander stehen. Hm. Menno, ich will meinen Bogen. Aber ich hab keinen. Zum Kotzen. Wo habe ich den vergessen? Hm? Oh nein! Sonst keiner? Gut, dann gehe ich jetzt weiter. Zwei auf einen Streich. Ja, da, die Waffe ist geil. Oh, hier hinten war doch auch noch einer. So. Oh, übelst gewalttätig. Momentan ist gerade schlecht. Pfeile, ich hab keinen Bogen! Ich weiß auch nicht, was Schicht ist, ne? Wie die Waffe auf Stufe 2 aussieht, das interessiert mich jetzt gerade richtig. So. Ruhe. In der Kartonage. Mag die Rollatoren hier nicht, diese möchte gern Sonics. Oder. Oh nee! Nummer 1. Nummer 2 müsste eigentlich gleich dahinter sein. Nein, das ist nicht gut. Schutzspiegel.
hatte da Gewürm. Der Strickleiter! Wunderherrlich! Oh, da haben wir wieder einen. Nein! Oh, aber die Idee war schon mal nicht schlecht. Bumm. Die fand ich jetzt einfach. Ach, warum renne ich denn da auch rein? Bleib liegen. Jetzt das Dorf stehen. Wir haben eine Strickleiter. Und ich wette, da finden wir dann komischen Totenschädel. Fetzekowski. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Das Buttermesser. Ah, Buttermesser, wenn das ein Buttermesser ist, dann weiß ich auch nicht. Noch mehr Gegner zum Zerfetzen. Immerhin, es gibt viele rote. Orbs. Oder Seelen. Wie man es jetzt nennen möchte. Alter. Alter Stachel. Heini. Du überdimensionierter Frosch. Oh, wir sind in Frankreich. Oh, Frösche leben hier sehr gefährlich. Ja, dann setz doch die Leiter ein. So. Da runter, da unten ist das, was wir brauchen, um dann weiterzukommen. Das ist Regel und Gesetz, tralala. Ich wusste es. Goldschädel. Das war auch die einzige Kiste, die hier überhaupt nur irgendwo war und... Nicht? Ihr wisst, was ich damit sagen will. So, irgendwie. Auch was im Bogen. Mann, was mir alles durch die Lappen geht. Oh nein, das ist der Doppelte. Ah, hier haben wir einen Schutzspiegel. Da können wir ja mal kurz aufwerten, speichern und dann gehen wir hier auch mal durch die Türe durch. Ich möchte aber ganz gerne diese Waffe hier upgraden. Und ich glaube, das wird verdammt lange dauern. Das dauert eigentlich genauso lange wie das erste. Speichern. Ja, ja, dass in der Tür ein Loch ist, das weiß ich. Doch, Goldschädel benutzt und jetzt geh auf, verdammt. Los, öffne dich. Und größtwahrscheinlich zeige mir danach eine Sequenz. Gildenstern. Gildenstern. You kept me waiting, maggot. Well, this is the interesting thing I told you about. I'm researching. Time folds? If my work is successful, it will be possible to freely move across time. Then I can bring Nobunaga along with a swarm of Genma here to destroy all the worthless human vermin. And the Genma will control this world! Quiet! It will not be so! Maggots like you will burn in hell! Wait! Ja, er hat einen kleinen Fluxkompensator gebaut. Und,
Tenzu! So, du kriegst auch einen aufs Maul. So. Oh, da liegt noch was. Zeitlabor 3. Ja, wie schon beim letzten Mal. Pausieren, durchlesen. Hä? Da war was? Achso, da. Oh, ich will einen Bogen! Okay, warum komme ich da nicht durch? Wille. Und irgendwas Wichtiges hinter. Oder auch nicht. Oder das machen die nur, mich zu ärgern. Ich gehe hinterher. Ja! Scotty, beam mich hoch! Weißes Licht, die geht.